Kanji. Ich habe so viele Ideen und Projekte im Kopf. Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ach ja, was hast du dir wieder ausgedacht? Ich habe hier überlegt, ob wir beide eine kleine Konditorei eröffnen. Eine Konditorei? Was sollen wir denn noch alles eröffnen? Stimmt, wir könnten noch etwas überlegen. Soll das ein Witz sein? Wir kriegen ja kaum Nudeln gekocht. Was sollen wir denn sonst machen? Ich habe es satt, ohne Arbeit herumzusitzen. Warte mal. Schauen wir doch mal zuerst, wofür sich die Leute in letzter Zeit interessieren. Ach, sieh mal. In unserer Region gibt es keinen Schönheitssalon. Tolle Idee! Ich kann ganz toll massieren. Prima, dann kannst du dich um die technische Ausführung kümmern und ich könnte die Geschäftsführung übernehmen. Ja, lass uns das so machen. Bestell alles Nötige. Einen Jacuzzi, einen Spiegel, einen Ferrari. Einen Ferrari? Wo kommt der denn plötzlich her? Ach, entschuldige, ich habe mir bloß zu lange die Werbung angesehen. Fertig. Die Bestellung ist abgeschickt. Ach, ich bin so aufgeregt. Wir werden einen Schönheitssalon haben. Ach, es wurde alles geliefert. Dieser Jacuzzi ist toll. Ich könnte darin stundenlang sitzen. Wir haben ihn nicht für dich, sondern für unsere Kunden gekauft. Hast du das vergessen? Ist ja gut. Ich mache eben den Papierkram. So, da ist ja mein Computer. Das wird mein Büro sein. Hier werde ich Kunden empfangen. Hier ist alles fertig. Und hier auch. So, Werbung habe ich gemacht. Dann müssten die Kunden bald kommen. Und hier werden wir Fußpflege machen. Hallo. Und meine Glückwünsche zur Eröffnung. Ich komme zur Behandlung. Kommen Sie doch bitte durch. Die junge Dame hilft Ihnen. Alles klar. Der Jacuzzi ist toll. Oh, eine Kundin ist da. Was kann ich für Sie tun? Sie sind vermutlich sehr aufgeregt, weil ich Ihre erste Kundin bin. Dann bitte eine Haarpflegekur. Sehr gerne. Ihre Haare sehen sehr trocken aus. Wir tragen eine Kur auf. Wissen Sie, wir arbeiten mit sehr hochwertigen Mitteln. Wir haben viel dafür bezahlt. Madeleine, kannst du bitte kommen? Einen Augenblick, bitte. Was ist denn? Warum hast du mich gerufen? Ach, so kannst du doch nicht mit Kunden sprechen. Wieso erzählst du ihr so unpassende Dinge wie, dass wir viel bezahlt haben? Ach, das war nicht absichtlich. Meine Liebe, wollen Sie eine Fußpflegebehandlung? Ach ja, warum nicht? Machen wir heißes Wasser an. Huch, das Wasser ist eiskalt. Es ist nicht warm geworden. Ach, Entschuldigung, falscher Schalter. So, jetzt ist es warm. Ach, ich hätte mich erkälten können. Oh nein, so geht das nicht. Madeleine muss unbedingt spezielle Kurse besuchen. Wie fühlen Sie sich? Alles gut? Ja, alles gut. Und ich denke, es wird hier noch besser werden mit der Zeit. Oh, ich habe für Madeleine Kurse zur Kosmetikerin gefunden. Sie soll so bald wie möglich dahin. Danke für alles. Bis bald hoffentlich. Und, wie war's? Wie fandest du's? Es gab da einige Momente, wo wir hätten aufmerksamer sein müssen. Wir würden uns freuen, euch in unserem Salon zu sehen.
Wir sehen uns!